Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Forchies80 mit einer weiteren Filmreihe für euch. Und die letzten Ausgaben, da ging es ja um Zurück in die Zukunft, die Jubiläumsausgabe Nummer 100 von Filmreihen. Und die 101 war nur 48 Stunden. Und jetzt gehen wir in einen deutschen Horrorfilmreihe rein, und zwar zu den beiden Filmen Anatomie. Ja, unglaublich, aber wahr, diese Filmreihe habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und jetzt, nachdem das Videobook erschienen ist, dachte ich, okay, die Filme werde ich mir wieder antun und mal gucken, ob ich die noch genauso gut oder schlecht finde, wie noch vor vielen Jahren, als ich das erste Mal gesehen habe. Ja, der Film ist aus dem Jahre 2000, geht 103 Minuten und ist ab 16 Jahren freigegeben. Regie führte hier der Stefan Ruzokowski, hat Filme gemacht wie zum Beispiel Tempo und auch die Siebtelbauer. Und ja, davon muss ich ganz ehrlich zugeben, bin ich raus. Ich bin jetzt nicht so der ganz große deutsche Filme-Fan. Und in Hauptrollen haben hier die Franke Potente, ist die Paula Henning, hat auch mitgespielt bei Lola Rent. Und Benno Fürmann ist der Hein, hat auch mitgespielt bei Der Eisbär. Und Anne Loss ist das Gretchen, hat bei einigen Tatorten mitgespielt, aber keine weiteren größeren Rollen gehabt. Und auch noch Sebastian Blomberg ist der Kaspar, Oliver Kaufmann, und ihn kennt man auch aus dem Film Bader Meinhof Komplex. Um was geht es eigentlich bei Anatomie? Ja, die ehrgeizige Medizinstudentin Paula bekommt einen langjährigen Traum erfüllt, denn sie darf in einem exklusiven Anatomiekurs teilnehmen, in dem Heidelberger Medizin-Koryphäe Professor Gromberg zugelassen wird. Doch Paulas Euphorie schwindet langsam, nachdem sie schon beim ersten Tag ankommt und dort auf ihrem Seziertisch einen Bekannten trifft, den sie ein paar Stunden vorher gerettet hat. Und warum das so ist, ja, das erfahrt ihr in diesem Film auf jeden Fall. So, Wissenswertes gibt es auch über diesen Film noch zu erfahren. Also hier ein großes Lob an den Mediabook-Booklet-Schreiber, denn hier haben wir wirklich extrem viele Informationen gefunden über diesen Film, über den Stimmen des Films. Also hier großer Respekt davor. Und ja, ein bisschen Wissenswertes, was ich hier mit einfließen lassen werde. Ja, Ende der 90er Jahre wurde das deutsche Columbia Pictures Filmproduktion gegründet und wollte auf die neue Slasher-Ära halt auch aufspringen. Durch Scream kam man eben diese neue Horrorfilm-Euphorie wieder auf, und so wollten auch denn die Deutschen auch mal was Neues mitmachen. Denn es gab wirklich in den deutschen Ländern noch keinen einzigen richtigen Horrorfilm. Und deswegen wurde ihm hier das gute Stefan Ruzokowski dazu engagiert, Regie zu führen. Aber er wollte keine übernatürlichen Kräfte bei den Horrorfilmen haben, sondern wirklich einen reinen Slasher-Film, wie man noch von damals auch noch so kennt. Das Drehbuch wurde 1998 entwickelt, und Andreas Donhauser und Renate Martin waren für den Setaufbau des Anatomie-Sites verantwortlich, und in den Crew-Kreisen hieß dieses Set Kathedrale des Todes. Die aufgestellten Körper, die man im Film sieht, war eine Anlehnung an Dr. Gunther von Hagen, der ihm auch die Körperwellen gemacht hat. Und die gab es so noch nie in einem Film. Und verantwortlich dafür waren auch die Bürger Laube Joachim Gündinger und Gerhard Netzfletzer. Gedreht wurde in Heidelberg direkt, da es ein krasser Kontrast war zu den kühlen metallischen Anatomiesaal, den man in dem Film auch so sieht. Auch dieser kitschige See, den man in diesem Film sieht, ist auch dort zu sehen. Da möchte ich gerne mal hin. Im Mai endeten die Dreharbeiten 1999, und am 3. Februar 2000 kam er dann in die deutschen Kinos. Mit 454 Kopien wurde in Deutschland verteilt und hatte 2 Millionen Zuschauer, die diesen Film sahen. Er war damals im Jahr 2000 der erfolgreichste deutsche Film. Auch interessant, die Antihypokraten, die hier besprochen werden in diesem Film, sind nur erfunden, aber durch diesen Film bekamen sie eine kleine Urban Legend, also eine düstere Legende raus, denn es wurden immer mehr Fragen gestellt, gibt es vielleicht diese Antihypokraten, vielleicht doch, aber sie waren nur frei erfunden. So viel dazu zu der Wissenswert über diesen Film. Jetzt kommt meine persönliche Meinung über den Film. Ja, zur Story erstmal, die Spannung wird langsam aufgebaut. Wir haben hier
ein paar gute deutsche Schauspieler auf jeden Fall. Mein Problem ist bloß mit der Sprache bzw. mit den Dialogen. Sie wirken manchmal bei den deutschen Filmen extrem leise, weil es eben keine Synchronsprecher gibt. Und da habe ich das Gefühl, dass eben die Stimmen immer recht leise sind, im Gegensatz zum Kontrast von der Musik. Ja, die Präparate sind sehr ähnlich, wie gesagt, zu Körperwellen, die extrem fantastisch aussehen. Ich muss, glaube ich, ganz ehrlich zugeben, einige davon, also wenn das so wäre, denke ich sogar, dass ich so, ich war ja schon zweimal in den Körperwellen drin, die ich auch sehr interessant vor allem finde, weil ich auch selbst im medizinischen Bereich arbeite, dass die auch irgendwie auch da auch ausgestellt sind, dass auch in diesem Film auch ein paar Exponate auch von den Körperwelten mit zu sehen sind. Die Dialoge sind auf jeden Fall schon mal sehr interessant und auch ja, durch witzige Dialoge wird auch dieser ganze Film ein bisschen aufgelockert, aber nicht extrem ins Lächerliche gezogen. Für mich persönlich sind diese Antihypokraten auch wirklich extrem gut dargestellt. Also man hat wirklich das Gefühl, diese Antihypokraten gibt es wirklich. Wir haben uns auch öfter darüber unterhalten, gibt es die jetzt wirklich? Ich muss auch mal googeln, gibt es Antihypokraten? Aber nein, natürlich gab es die nicht. Die sind nur fiktiv, also hier keine Angst, diese Antihypokraten gibt es nicht. Denn hier haben wir auch dasselbe Problem wie auch schon bei Dr. Jekyll zum Beispiel oder auch bei The Dentist. Man geht einfach zum Doktor, um halt auch sich eben heilen zu lassen. Aber in manchen Fällen ist das eben in diesen Filmen vor allem nicht so der Fall. Kommen wir zu den Schauspielern hier. Also alle Charaktere spielen eigentlich wirklich sehr glaubwürdig. Auch Franke Potente spielt sehr gut. Sie spielt sensibel, schüchtern und man glaubt ihr auf jeden Fall auch dann, dass sie auch hier gern mehr wissen möchte über die Anatomie. Und auch die Psychopathen werden ja auch hier extrem gut dargestellt, die auch wirklich ein bisschen beängstigend sind. Natürlich, es ist kein Vergleich zu den Filmen wie Scream zum Beispiel, ist natürlich völlig klar, aber für einen deutschen Film ist dieser Film dann trotzdem schon sehr gut gemacht. Kommen wir noch zur Kamera und zu den Effekten noch hier. Das Set wurde sehr gut in Szene gesetzt, vor allem natürlich auch dieser kühle Raum, dieser Anatomieraum, der ist natürlich schon sehr kalt und auch schon sehr düster und beängstigend vor allem auch. Auch natürlich die Uni Heidelberg wird hier schön dargestellt. Schöne Umgebung, wie zum Beispiel auch dieser schöne romantische Fluss oder See, der wirklich ja schon sehr kitschig ausschaut. Aber auch hier, auch die Beleuchtung von diesem ganzen Film, auch hier die Kulissen und die Sets sind sehr gut in Szene gesetzt worden. Auch sehr realistisch auch vor allem. Und auch wir haben auch hier wieder handgemachte Effekte. Also er ist nicht so gewalt- und blutig wie jetzt so manche andere Filme, ist klar. Aber das Blut, was man hier in Szene gesetzt bekommt, ist auch passend zu diesem Film. Ja, im Großen und Ganzen hat mir dieser Film sehr gut gefallen. Natürlich darf man jetzt nicht mit großen Produktionen wie Scream vergleichen. Ist völlig klar, es ist ein deutscher Film, deutscher kleiner Film, den man sich mal angucken kann. So ist es auf jeden Fall mal. Also es ist ja kein hervorragender Film. Und deswegen bekommt von mir Anatomie, der erste Teil, 7 von 10 Punkten. Ja, natürlich, und nach diesem extrem großen Erfolg von Anatomie für einen deutschen Film, muss natürlich auch gleich ganz schnell ein zweiter Teil her, und zwar Anatomie 2. Der Film ist aus dem Jahr 2003, geht 101 Minute, ist ebenfalls ab 16 freigegeben und wieder für die Regie der gute Stefan Rutzorowski. Aber wir haben komplett neue Charaktere, wir haben hier die Franke Potente spielt nur ganz kurz mal mit in einem kurzen Rückblick bzw. einen kurzen Dialog, sehen wir sie ganz kurz. In der Hauptrolle haben wir hier den guten Barnaby Metschurat, ist der Joe Hauser und hat auch bei diversen Tatorten mitgespielt. Dann haben wir hier Herbert Knapp, ist der Professor Müller-Larousse, hat mitgespielt bei Lola Rent und Das Leben der Anderen, auch ein deutscher hervorragender Film. Und die Heike Makatsch ist die Victoria, sie kennen wir vor allem natürlich auch aus Resident Evil. Amy und Jago und Huibu, das Schlossgespenst. Dann Roman Kanetzki ist der Hagen, hat ebenfalls bei einigen Tatorten und noch bei Soko mitgespielt und Wotan Wilke Möhring ist der Gregor und ihn kennen wir aus dem Film Antikörper. Ja, um was geht es nun bei Teil 2? Ja, der ehrgeizige junge Arzt Jo hat gerade sein Studium beendet und tritt eine Stelle in der Großklinik an. In Berlin. Schnell stellt sich heraus, dass eben dieser anfängliche Enthusiasmus einen Dämpfer bekommt, weil er erstmal durch den kompletten Klinikalltag wirklich kennengelernt hat und man weiß, wie es eben im Krankenhaus zugeht. Das weiß ich besser als, glaube ich, jeder andere mit, der nicht in der Pflege arbeitet, der weiß, wie es im Krankenhaus los ist.
Ja, aber eines Tages bekommt er die Möglichkeit, ein Etelieren-Forschungsprojekt teilzunehmen. Als er zusagt, ahnt er doch nicht, worauf er sich da einlässt. Er gerät immer tief in eine Schule gefährlicher Forschungsexperimente. So viel dazu zu dem zweiten Teil. Und jetzt erst ein bisschen Wissenswertes über den Film. Ja, durch den Erfolg muss natürlich auch schnell eine Fortsetzung her. Und Stefan Rogowski hatte eine Inspiration von einem Freund, der HNO-Chirurg war. Denn er hat das erste Mal einem Patienten ein Hörgerät implantiert, was er durch Fernsteuerung steuern konnte. Und das war eigentlich der erste Mädchen, der eben irgendwas mit einer Fernsteuerung eben sein Gehör steuern konnte. Ja, die Cast hatte bevor die Dreharbeiten begannen eine intensive Woche und sie übten die Szenen ein und wurden dadurch auch aufgenommen, damit sie auch wissen und auch zu Säuberts umgewandelt, damit sie auch ungefähr wussten, was jeder bei den Dreharbeiten auch tun sollten, um auch das Beste aus den Schauspielern rauszuholen. Ja, der Film sollte anders wirken wie bei Teil 1. Das macht er auch. Ob das nun jetzt besser ist, man weiß es nicht. Ja, es wurde ein komplett funktionierender OP-Saal in den München Bavaria Studios aufgebaut. Und es wurde viel Geld dafür ausgegeben und wurden von echten medizinischen Prototypen auch gekauft, die es auf dem Markt noch gar nicht gab. Am 6. Februar lief dieser Film 2003 in die deutschen Kinos an und durch den hohen Erfolg des ersten Teils dachten sie, okay, wir machen jetzt hier mehr Kopien und deswegen wurden 688 Kopien in Deutschland verschickt. Doch leider war der Erfolg nicht ganz so rosig, denn es haben sich gerade mal 730.000 Besucher in die Kinos gelockt oder reingegangen, um den Film anzugucken. Deswegen ist der zweite ein extrem großer Flop geworden. So, und jetzt kommen wir noch zu meiner persönlichen Meinung von Anatomie 2. Ja, wie schon erwähnt wurde, die Story ist ein bisschen anders als bei Teil 1 und dieser Film geht auch in eine komplett andere Richtung. Kommen wir erstmal zu den positiven Aspekten. Also hier sieht man wirklich mal den Klinikalltag, wie man ihn auch wie ich ihn auch kenne, ja, viel Stress, vor allem bei den Ärzten, auch bei uns ab und zu mal. Aber vor allem natürlich in der Großklinik, so was ganz anderes wie in unserer kleinen Klinik, wo wir haben. Denn in der Großklinik ist einfach extrem viel Stress, Notfälle überall, ja, und die Assistenzärzte müssen halt überall vor Ort sein und haben einfach wirklich keine Zeit, irgendwas zu machen. Sie werden hier wirklich ausgebrannt bis zum Ultimo und das wird in diesem Film sehr gut dargestellt, denn er ist ein engagierter AVD-Dienst, also AVD ist ja Arzt vom Dienst. Wichtiger, einen Arsch vom Dienst, passt ja auch ganz gut zusammen. Und hier sehen wir es wirklich extrem gut dargestellt, dieser Stress, was halt eben diese Ärzte haben. Das ist schon mal der positive Aspekt von diesem Film. Aber dann spielt es ja eben dann eben hier weiter mit diesen Experimenten. Und jetzt wird es hier schon ein bisschen unlogischer. Erstmal, der gute Jo ist ein Assistenzarzt. Er hat noch nicht sehr viel Erfahrung mit dem Ganzen. Und jetzt kommen wir mal zu den ganzen unlogischen Momenten. Also wir haben erstmal hier eine weitere, einige weitere Charaktere, nämlich die asiatischen Krankenschwestern oder Helferleins, wie man es jetzt auch nennen möchte, die halt eben Jo mit zu sich nach Hause nehmen und die ihn auch dann zu Hause versorgen mit Essen und mit Kleidung und so weiter und so fort. Natürlich freuen die sich auch an und die eine kleine Tochter von ihr wird schwer krank. Sie schafft es ins Krankenhaus. Jo, helf uns bitte. Also was macht der Jo? Natürlich. Er geht in ein OP-Saal, was natürlich komplett ein Sperrgebiet ist. Und dort gibt es auch ein MRT im OP. Und dort werden jetzt auch mal hier hingehen. Mit den ganzen natürlich, ja, ganze Familie ist doch völlig klar. Ja, es muss nichts Steriles sein. Und dann wird von ihnen gemeinsam eben dann eine OP durchgeführt, was eigentlich ein Neurochirurg machen müsste. Aber Jo kann das auch. Ja. So viel dazu zu den unlogischen Momente von diesem Film. Auch noch einen unlogischen Moment dann zum Schluss. Da gibt es auch hier eine Szene, wo im Wohnzimmer eine OP durchgeführt wird. Alter, was ist denn das für ein Schwachsinn? Man erfährt ein bisschen mehr über den Geheimbund. Ja, auch das ist natürlich schon sehr interessant mit diesen Selbstversuchen. Ja.
Aber auch hier haben wir so ein bisschen was mit der NS-Zeit zu tun, eben mit diesen Übermenschen zu produzieren, zu schaffen. Sie sind manipulativ, auch das natürlich schon sehr gut dargestellt. Aber ansonsten ist dieser Film wirklich sehr, sehr, sehr schwach und hat auch extrem viele unlogische Momente, wie ich schon gesagt habe, unprofessionelle Entscheidungen, vor allem für einen Arzt, der jetzt eigentlich schon in einem großen Krankenhaus arbeiten möchte, eigentlich wirklich sehr unprofessionell. Also natürlich geht es auch hier um ethische Fragen, auch bei diesem Film. Auch gibt es ja keine so extrem schönen Kulissen wie jetzt eben dieser See von Heidelberg. Also hier haben wir wirklich die Großstadt. Es ist jetzt nichts Besonderes zu sehen, wie ich jetzt persönlich finde. Also von Schauspielleistung muss ich wirklich sagen, sind wir weit davon entfernt, dass der wirklich gut ist, und muss gestehen, bis auf ein paar wirklich gute, handgemachte Effekte, auch die wirklich sehr gut ausschauen. Die habe ich jetzt ganz kurz vergessen. Und zwar die übertriebene Forschungen zum Beispiel. Franco Potente macht gern Sexforschungen. Auch das natürlich sehr interessant, wenn sich die Heike Makatsch macht Sexexperimente. Wenn sie der Heike Makatsch gewesen wäre, wäre es ja auch vollkommen in Ordnung. Aber Heike Makatsch ist einfach sowas von unattraktiv in diesem Film, was ich einfach noch schrecklich finde, aber ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ja, von daher ist der zweite wirklich für mich persönlich sehr, 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 sehr schwach. Deswegen bekommt Anatomie 2 trotz all dem, obwohl er einige gute Momente auch hat, wie zum Beispiel diese OP von den Muskeln, zum Beispiel diese künstlichen Muskeln auch, diese Übermenschen auch, oder auch Hintergründe zu dem Geheimbund, immer noch schlechte 5 von 10 Punkte. 5 von 10 Punkte bekommt von mir Anatomie 2, aber wirklich weit, weit hinter dem ersten Teil, der wirklich spannend war. Der zweite ist eigentlich eher mehr dumm und dämlich. Ja, die komplette Filmreihe bekommt von mir 6 von 10 Punkte. Man kann sich die Filmreihe mal angucken, aber jetzt wirklich nichts erwarten. Einfach ohne irgendwelche Voreingenommenheiten hinzugehen. Also ich habe jetzt dieses Video nicht gesehen. gut, also 6 von 10 Punkte bekommt von mir die komplette Filmreihe. Ja, Teil 3 hätte eventuell noch kommen sollen, aber durch den schlechten Erfolg von Teil 2 wird es daraus wohl nichts mehr werden. Aber ist es mir jetzt auch persönlich nicht gar nicht mal so schlimm. Ja, das ist nun meine persönliche Meinung zu den beiden Filmen Anatomie 1 und 2. Und ja, habt ihr diese Filmreihe schon gesehen? Wenn ja, schreibt gerne mal in die Kommentare rein. Würde mich freuen, wie ihr denn diese Filmreihe findet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss mit Ö und...